Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Onkel Nupsi. Wir socken Sackenland. Und wie ihr hört, hier laufen schon wieder alle Dinger. Und diesmal ist kein Holz drauf. Ha. Schon ulkig. Und jetzt ist Holz da. Cool, wa? Jeden Morgen das Gleiche. So, ja, Freunde, was ist los, was ist geschehen? Ja, wir haben beim letzten Mal ein paar Flugstunden genommen. Halt. Wir haben ein paar Flugstunden genommen, haben uns dabei verstrahlt, wie wir gerade sehen. Das werden wir gleich ändern. Warum habe ich hier so unsagbar die Tasche? Ach, das ist ja der Kühlschrank, du Idiot. Ja. Jetzt müssen wir hier mal eine Strahlentablette essen, dass wir das wieder in den Griff kriegen. So. Und dann hatten wir ja so eine Babyinsel da klar gemacht. Was machen wir heute? Wenn jetzt keine Angriffe kommen, dann werden wir nochmal losdackeln. Und uns eine richtige Insel holen. Ich gucke gerade hier mal so nach der Bewaffnung. Das ist noch durchaus im Rahmen des Möglichen. Wir nehmen uns noch eine Kräutermedizin mit. Und natürlich brauchen wir noch ein bisschen Essen für unterwegs. Aber da machen wir diesmal auch kein... Naja, obwohl, das ist eine große Insel, wa? So, jetzt zeigt mein Zettel wieder nicht. Warte. Mal kicken. Ich will hier nicht falsch machen. Wir brauchen die Meeresfrüchte und Pilzsuppe. Meeresfrüchte und Pilzsuppe. Nehmen wir den und den. Und dann ist alles gut. Ich würde sagen, wir dampfen auch sofort los. Wir nehmen nicht den Heli. Und das hat die, noch den Hintergrund, das dauert mir zu lange mit den Heli. Nein, jetzt habe ich die Kiste voll hier. Ach, scheiß die Wand an. Ja, hilft ja alles nicht, müssen wir leer machen. Hat ja jetzt keinen Sinn, damit loszufahren. Ja, warum überhaupt? Sonst mache ich das ja immer offline, alles leer. Gestern nicht. Was habe ich gestern gemacht? Ich habe gestern mir mal die... Wir hatten doch gestern, waren wir gestern auf der Insel? Ich denke mal, ja. Insel Eden. Genau, die Insel Eden. Und... Da bin ich mit meinem Zweitcharakter mal rübergegangen gestern und habe geguckt, ob man darauf bauen kann. Also, das ist ja genial. Genial. War ich der Meinung. Bis ich auf einen späteren Abend gemerkt habe, dass die Sachen, die da drin gespawnt waren, wiedergekommen sind. Also, das heißt, da stand ja noch, wie heißen sie hier? Na, sag mal. Da standen ja noch Möbel drin und so, die ich dann kaputt gemacht habe. Und die sind alle wieder gespawnt. Das heißt für mich natürlich, das ist ja kacke, wenn ich da irgendwas drin packen will oder ich stelle irgendwelche Gerätschaften hin und dann spawnen die ganzen Teile wieder neu. Das würde mich jetzt nicht so weiterfühlen, weiterbringen. Naja, müssen wir mal kicken, was wir da machen. Aber ansonsten war das schön. Ich kann euch ja mal kurz hier einblenden, wie das da drüben aussieht. Tja, so sollte es hier aussehen. Auf der Insel Eden. Hier habe ich es mir gemütlich gemacht mit meinem Zweitcharakter. Und
Ich finde es hier wirklich nicht schlecht, weil du hast ja keinen Angriffspunkt, wa? Hier ist der Aufhang. Und ansonsten, ich bin hier rumgelaufen, ich wüsste nicht, wie die hier hochkommen sollen, wenn sie uns angreifen. Aber egal. Man kann sich hier ein schönes Dorf aufbauen. Die Hütten sind ja alle begehbar. Und die oberste Hütte, die habe ich mir geschnappt. Und hab mir das hier schick gemacht. So. So hätte ich mir das vorstellen können, auch für unser nächstes Spiel. Ich habe hier einen Eingang vorgesetzt, wo man dann eine Türe machen kann. Halt, hör auf. Wir haben hier unsere Gewerke schon angefangen. Küche. Schlafzimmer? Soweit alle gut. Dann haben wir hier noch einen Raum für Gewerke. Und hier hinten. Und hier ist mir das genau aufgefallen. Plötzlich steht hier wieder ein Stuhl und ein Schrank. Jetzt die Frage. Wenn ich das alles vollgestellt habe, denn eigentlich spawnt hier hinten auch noch was. Und hier drinnen spawnt auch was. Normalerweise. Bleibt das weg, wenn ich selber da was hinstelle? Oder spawnt das durch? Das ist die Frage. Und deswegen habe ich hier noch nicht weitergemacht. Ansonsten, ich finde das ja so bombastisch. Also, gefällt mir sehr gut. Und was ich ja auch ganz schick finde hier auf der Insel. Der kleine Garten hier hinten, wa? Ich meine, man kann hier überall, kannst hier ein Lager drin bauen, hast eine extra Lagerfläche. Man kann auch sein Zimmer hier unten drin bauen. Kick mal hier mit kleinen Garten, ja? Hier blüht eigentlich mehr, das habe ich gestern weggefressen. Hier sind noch Zitronen drinne, hier ist Kohl drinne, hier ist noch ein bisschen Kohl. Alter, finde ich top. Aber wie gesagt, das bringt mir nichts, wenn ich hier einziehe und hier spawnen Sachen nach. Wobei hier sind keine drinne. Hier könnte man ganz bequem drin. Ja, so viel Stube und Küche wäre das ja ideal. Ja, aber mehr braucht der Mensch nicht. Gut, das wollte ich euch bloß mal gezeigt haben. Gleich vorwegzunehmen, den Dachboden oben kann man nicht betreten. Ich versuche den nicht. Alles klar. Also weitermachen. Ja, das war das gewesen. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, zumal die Insel eigentlich, finde ich, uneinnehmbar ist. Ja, da kommt ja keiner ran. Und jetzt haben wir nicht mehr. Okay. So, gucken wir mal, was wir hier übernehmen können. Okay. Eisenempfänger für Schrotflinte. Na, die kann nach vorne. Mein Krebs kann darauf. Die anderen Krebse hau ich erstmal hier rein. Zack, das Holz lasse ich auch hier. Da brauchen wir hier gleich wieder. Das geht nach vorne. Ballistische Faser, Leder. Dann haben wir noch was für draußen. Zum Händler, hier ditte und ditte und ditte. Den Automaten geht jenes. Ach so, halt die Ernesttasche hier. Die geht dahin. So. Was war hier? Pistolen, Munition, die kann ich da lassen. Hier kann ich das blaue Wunder reinpacken. Munition. Ja, Munition. Gut. So.
Ja, haben wir alles am Start, alles schick. Die Lampen sind aufgefüllt. Es ist jetzt natürlich schon, jetzt haben wir kostbare Zeit verloren, wa? Aber wir können ja schon mal vor Ort gehen, dann sind wir morgen früh die Ersten. Wir wollen hin zum Clifton Außenposten. Ja, der Hubschrauber. Also, das muss ich nochmal sagen. So wie ich das damals schon meinte, oder wie ich eigentlich immer der Meinung war, er lohnt sich nicht. Er ist ein Spielzeug, er ist lustig, aber er ist nicht das Ding. Warum? Also, erstens, er verbraucht Sprit wie eine Ochse. Aber gut, Sprit haben wir jetzt in dem Fall. Aber jetzt kommt noch dazu, er hat auch einen relativ kleinen Koffer, ja? Da kriegst du ja nicht so viel drin. Und das alles macht es mir nicht so ansehnlich. So, das Einzige, wollen wir jetzt wirklich den Clifton machen? Das ist hundertprozentig dunkel, wenn wir hier durch sind. Was hier allerdings sehr schön ist, ich sehe da schon Eisen. Und wir brauchen Eisen. Hahaha. Klar, bin ich geil hier drauf jetzt. Ich hab da eben nie gesehen. Ja. Ja, ihr wundert euch vielleicht, dass ich hier nicht auf den Kopf schieße. Aber meine Erfahrung hat mir gezeigt, das ist nicht unbedingt vonnöten. Das funktioniert so auch ganz gut. So, sind wir durch, aber da eine Krabbe. Mein Krabbi. Na, dann lass uns mal kiekern hier. Da nehme ich schon. Warte, warte, warte. Ja, ich mach gleich. Ich mach gleich. Ich muss bloß die Waffe wechseln. Ich habe ja keine Angriffsmusik gehört. Aber das ist ja hier auch, das Spiel, das wird ja mal bekloppter. Da kommt gerade einer angedackelt. Das wird insofern immer bekloppter, dass sich hier die Sachen ein und ausstellen, wie sie lustig sind, ja. Habe ich das Gefühl. So wie gestern zum Beispiel, als ich keine Besatzungsflagge machen konnte. Das hat der Sack. Warum habe ich den nie gesehen? Ja, da musste ich jetzt mit einmal erst wieder anfangen, den Metallspeer zu lernen. Also,
Was für ein Schwachfug. Bleib doch mal da. Du musst da nicht runterkommen, Kollege. Ich komme doch zu dir. Was vielleicht auch noch gemacht werden sollte. Na, das werden sie ja bestimmt auch machen. Das hier ein bisschen angleichen, wa? Ich finde im Moment. Also angleichen meine ich hier die Kampfstärke der Kollegen. Ich finde es im Moment nicht passend. Entweder hast du zu wenig Leute drauf oder die sind zu schwach. Aber passend ist es nicht. Hatte ja am Anfang mal gesagt, das ist sehr, sehr schwer geworden. Dabei bleibe ich auch. Der Anfang ist sehr schwer. Aber wenn du erstmal eine Waffe hast, eine halbwegs vernünftige, dann ist das schon wieder alles relativiert. Da bin ich doch jemand genau ins Maschinengewehr gelaufen. Die letzten drei Männer kicken. Ach, das ist ja nicht mein Reparaturkit, das ist ein Akquise-Kit. Hab ihn. Natürlich möchten wir die fertig haben, bevor es dunkel wird, ja. Ja, mir ist das hier nicht. Aber ich will die Säcke haben. Ich hier gerade an Ihren Sack vorbei haben, lieber. Das war aber dann ein Steckchen. Wo bist du? Sollte doch hier unten im Haus sein, irgendwo, oder? Okay, hasta la vista, Baby. Ich lade noch mal nach. So, das war das. Ah ja. Ach schon. So, Section eingesammelt. Alle schick. Jetzt müssen wir mal gucken. Ein bisschen Holz haben wir, ein bisschen Holz brauchen wir. Mal sehen, wo wir das Zeug herkriegen, was wir brauchen. Hier haben wir zum Beispiel Metal. Da wir gestern Eisensperr gelernt haben, können wir ihn heute auch machen. Ach, ist das schön, ist das schön. Ja. Aber wir brauchen alle dann auch, okay. Ja, wie empfindet ihr denn das jetzt vom Schwierigkeitsgrad her? Seht ihr das auch so, dass das am Anfang schwieriger war und jetzt aber relativ einfach? Ich weiß ja nicht, ob ich das alleine so empfinde.
Hop, Komponente, halt nur eine Komponente. Ja. Hier geht's nicht rein. Ich brauche noch eine Komponente. Naja, hier wird es ja noch was geben. Wir können ja wohl hier nicht fertig sein. Achso, hier war ich, hier war nichts. Müssen wir nach oben. Da ist noch ein Säckchen übrig. Hier könnte eine Kom Oh, hier sind zwei schöne Kisten. Eieieiei. Wir haben aber keine zwei Kisten Platz. Ich brauche erstmal eine Komponente. Noch eine fette Kiste. Ja, na, hier ist keine Komponente drin, würde ich sagen, wa? So. Ach, du dicke Komponente. Ach, au, 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 au. Das sind unsere Komponenten. Ah, die können wir stecken. Zahnräder. Blaues Wunder. Und Stoff. Ein Glas eigentlich auch. Okay. So. Dann machen wir erstmal unseren Eisenspeer. Zack. Jetzt. Und dann bauen Bett. Besatzungsflagge. Okay. Und dann sagen wir liften. Klüften. Okay. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal einen Ficky Fackel hier. Hat er nicht gemacht? Okay, muss ich tauschen, so, ja. Und da müssen wir sowieso erstmal runter ein bisschen was leer machen hier. Ach ja. Ja, klar, das ist blöde. Aber das war ja von vornherein klar. Wenn wir so spät hier rüber gehen. Da finde ich das schon sportlich, dass wir das überhaupt geschafft haben, alles so zeitnah klarzustellen hier. Leer zu machen. Du kannst die scheiß Fackel nicht stecken hier. Da, entweder hast du drei oder hast sechse. Das ist unglaublich. So, Pistolenmunition können wir hier noch was draufpacken. Naja, ich packe erstmal wieder alle drüber. Und dann werden wir stacken, wenn wir voll sind. Was waren das? Achso, hier habe ich Erdbeersamen. Die können wir natürlich hier lassen. Den Kopf. Gut. Okay, laufen wir erstmal so los. Nee, halt, das Essen kann ich. Brauche ich Essen hier? Jetzt gerade nicht. Komm, wir lassen das doch hier. Eine Vogelsuppe bei beiden war Mann. Der Rest kann hier bleiben. So, hier haben wir noch. Nee, das brauchen wir auch nicht. Dann brauchen wir das auch nicht. Gut, jetzt weiter. Ach, halt, hier wieder wechseln. Panzerplatte raus, Akquise-Tool drin. Ganz wichtig. So. I7. Wir werden wenigstens die Kisten leer machen, auch wenn ich jetzt die Erze nicht mitnehme. Da brettern wir nochmal hin und holen die nachträglich.
Oh, eine Blaupause. Cool, wa? Ein Stuhl. Ist das schön. Habe ich mir schon immer gewünscht. Meine Scheiße. Ja. Mit einer ganzen Kiste da? Nee, wa? Kaputte. So, zwei Kisten gelootet und wir sind gleich voll. Das ist schön. Also, ich habe ja bei Hört ihr das? Das hört sich an, als wenn hier einer umräumt. Das ist ein fetter Soundbug. Verrückt, verrückt, verrückt. Chemische Grundsubstanz hätte ich gerne. Stoff ist nichts. Das Stoff hoch. Was ist denn in den Sack der Tag weggeschmissen? Na los, die machen wir auch noch leer. Und dann haben wir. Ja, was haben wir denn hier jetzt noch? Antibiotika. Pfeife ich mir glatt drin. Glas hätte ich gerne. Stoff ist voll, Stoff ist voll, okay. Ja, gut. Nee, was ist denn hier in den Sack? Ja, Freunde, nun können wir schon ja nicht mehr großartig machen. Außer hier natürlich rinkicken. Zwei Blaupausen, die wir schon haben. Schlecht. Die haben wir auch schon. Muss ich mich von dem Glas trennen, von dem Gummi trennen. Und dafür nehmen wir dann Glas und Gummi. Nehmen wir noch eine Blaupause. Haltet mal die. Brauche ich auf jeden Fall. Die können was decken. Zahnrad voll, das ist voll. Hier, Flasche Wein. Kaputte M16. Ich hab da eben den Wein weggeschmissen. Ja, soll ich jetzt hier wirklich Platinchen lassen? Das kann da nicht sein, wa? Schalldämpfer, Schrottmetall, hau ich raus. Nehmen wir Platinchen mit. Obwohl, ob wir sie wirklich noch brauchen, wo man weiß es nicht. Es wird hell, das ist gut. Bringt uns aber jetzt nicht allzu viel, nicht allzu weit, weil wir sind ja voll. Ja, hier müssen wir denn auf jeden Fall noch mal her. Das sind ja Unmengen, die hier noch rumliegen. Ich steck mal. Diese Leuchtfackel, was mir die auf den Keks geht. So, ich esse jetzt Stücke Fleisch und dann kann ich nämlich dumpti-dumpti-dum. Könnten wir irgendwas Wichtiges ablegen? Was voll? Hatte ich die nicht vorhin voll gemacht hier? Ich hätte gedacht, die waren gesteckt. Ach so, weil sie hier in die Gang sind. Alles klar. Sortieren, so, da habe ich nur 10 Plätze frei. Dann nehmen wir nochmal. Da gibt es ja Eier mit
der Community, wenn ich hier wieder halb leer nach Hause fahre. So. Aber hier oben hatten wir jetzt alle draus, wa? Hier waren wir durch. Hier hinter gibt es kein Haus mehr. Ach so, na dann geht's ja schon fast. Ja. Hier kann man immer mal reinkicken. Lässt sich gut wegwerfen. Waffenteile natürlich. Natürlich so ein Schmutz. Brauchen wir mit Sicherheit nicht. Da unten ist noch ein Polizeiauto. Lassen wir natürlich nicht liegen. Nö, 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 nö. Gummi. Nee, Gummi brauchen wir nicht. Alles klar. So. Ja, alles gut. Wie gesagt, hier müssen wir noch mal her, auf jeden Fall wegen der Erze. Oh, hier ist ja noch eine Kiste drinne. Habe ich nicht eben eine Kiste gesehen? Nee, das war das Sofa wahrscheinlich. Ja. Alles gut. Gut. Lass uns nach Hause dackeln. Und dann wird der Rest im Nachgang nochmal hier gemacht. Wir haben ja hier auch noch blaues Wunder rumzuliegen. Naja, wir haben nicht viel. Ja, 39%, klaro. Das war klar. So, ja, wie jetzt weiter? Wa? Das ist die Frage, wie jetzt weiter? Wir haben jetzt hier noch diese kleine Floß. Floß der Plünderer oder was das ist. Da können wir vielleicht mitmachen, wenn wir hier nochmal looten gehen. Das könnten wir vielleicht in der nächsten Folge machen, dass wir das Floß hier noch klar machen. Und dann hinten die Insel noch mal richtig sauber durchluten, dass wir auf unsere 80% sind. Wir können aber auch zwischendurch mal eine Baufolge rinhauen. Ich meine, ein bisschen Eisen haben wir noch. Das können wir auch wegschmelzen. Aber ich wollte ja hier auch noch ein bisschen was bauen. Wie gesagt, noch einen zweiten Platz für das Motorboot oder für ein Boot. Und der Hubschrauberlandeplatz ist ja auch nicht optimal. Für einen Händler. So, Händler. Hätte man auch gleich rüberbringen können, wa? Händler. Sehe ich noch was? Händler, Händler. Automat. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Perfekter Bestand. Was ist perfekter Bestand? Ich weiß es nicht. So, Schuhe, Rinder.
Perfekter Bestand. Wäre noch ein Schalldämpfer? Ja, sind jetzt alle Sachen, die eigentlich nicht mehr so richtig gebraucht werden, wa? Wobei ich ja von dem Schalldämpfer nie ganz überzeugt war. Ja, wenn ihr Wünsche habt, was wir in den nächsten Folgen machen wollen, sagt mir das gerne. Ich komme denen selbstverständlich nach. So, haben wir alles weg? Haben wir alles weg? Okay. So, hier haben wir noch Waffenteile. Hier oben mal kickern. So. Hier unten mal reinkickern. Okay. Also, was haben wir hier? Ein Eisenempfänger. Schrott. Weg. Kaputte M16. Das wäre noch interessant wahrscheinlich. Magazin. Eisenempfänger kann weg. Eisenempfänger für die M16. Ja, da weiß ich nicht. M16 würde ich ja auch noch mal bauen wollen. Aber das hier Schrott, das und das kann weg. Gucken, was hier noch rausgekommen ist. Legierungsempfänger, ja, ist okay. So, ach, Magazin noch, gut. Und der restiert in Schrotti. Gut, gut, gut. Hier haben wir noch ein bisschen Stoff. Metal eventuell. Ja, hat mal gepasst, gut. Ja, Automat. Komponente hatte ich hier noch. Unten schon voll. Nee, siehst du. Schwarzpulver, hier rauchlose Pulver. Mit Essen auspacken. Samen. Hier neue Wehrmunition, warum auch immer. So. Klebeband. Taschen leer. Gut, weiter. Gib mal alles her. Jawohl. Dann kann ich dir was in die Truhe packen, eventuell. Bitte Kräutermedizin. Nimm hin, mein Freund, nimm hin. Meeresfrüchte. Das hatte ich da gerade herübergepackt, wa? Tromm, 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 tromm. Nö. Okay. Ach, hier. Leuchtfackel schon wieder. So ein verbackter Dreck. Automat. War ja noch was für einen Automaten? Nö. Okay, okay. Oh, wir haben mal hier eine Machete drin. Das ist lustig. Das gibt Matz. Platinchen. Ach, jetzt sehen wir schon gar nicht mehr so schlecht aus mit dem Platin. Munition. Blaues Wunder. Klebeband. Glas. Oh, Glas sind wir gut bei. Brauchen wir nicht mehr.
Gummi. Und wo wir bei bräuchten, weil ich auch nicht mehr. Und Zahnräder. Gut, Zahnräder können wir durchgehen lassen. Komponente, ja, sowieso brauchen wir. Das kriegt man hier. Fünf Eisenbahnen. Na, läuft. Läuft, Freunde. Ja. Also, das wird heute zu spät. Da werden wir nicht mehr in der Reihe kriegen. Wir werden. Ja, wir müssen das morgen. Nee, müssen wir morgen looten, brauchen wir nicht. Wir können morgen erstmal hier eine Baufolge machen. Genau. Wir machen morgen mal eine freundliche Baufolge. Dann gucken wir uns an, wie wir hinkommen mit unserem Flugzeuglandeplatz, Hubschrauberlandeplatz, dass wir den aus dem Wasser wieder rauskriegen. Und wir werden sehen, wie das aussieht mit einer Erweiterung für unsere Garage. Wird vielleicht nicht ganz so easy sein, weil wir müssten ja hier irgendwo ein Loch hin machen. Lasst uns sehen, vielleicht können wir das hier auch breiter machen. Das wäre passen. Aber. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht. Wir müssen gucken. Endlich habe ich gesehen, ja, mein Mickey-Maus-Kopf. Wo sind der geblieben? Ach, hier. Und hier haben wir noch was. Und Rotpunktvisier lasse ich jetzt auch hier zum Verkaufen. Also für den Automaten. Einfache Feser kann hier bleiben. Das ist alles Quatsch, haben wir so viele von. Ja, alle klar, freut mich. Machen wir morgen eine Baufolge. Und lassen uns überraschen, was wir da so zusammenbrutzeln. Brutzeln. Vielleicht müssen wir auch noch, oder vielleicht können wir noch irgendwas bauen, was wir noch ja nicht gemacht haben. An Strom ist hier nichts, doch den großen Generator könnten wir machen. Andersrum ist natürlich auch die Frage, wofür? Waffenwände wollte ich bauen. Da wüsste ich wofür. Boote haben wir bloß die drei Motorboote. Und ein paar Lampen könnten wir noch aufhängen. Ach, das Radarzeug, das Frühwarnsystem für die Angriffe. Das sollte ich mir auch noch auf die Liste schreiben. Das wäre noch eine Möglichkeit. Das können wir auch noch machen. Alle klar, Freunde. Ich mache hier Brutzel, Brutzel. Und wir sehen uns morgen hier wieder. Und dann wird gebaut. Und Heli geflogen. Alle klar, Freunde. Ich sage wie immer, schönen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Sagt tschö mit Ö, euer Onkel Nupsi.